Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zur Castle Story. Ja, wir arbeiten an unserem Großprojekt hier immer noch. Alle sind mit irgendwas schwer beschäftigt. Also ja, vor allem im Berg abtragen. Und da macht wieder einer der Baumstämme einen Abflug. Der Baumstümpfe, besser gesagt. Macht ihr mal da den Weg wieder frei? Und fällt mal Bäume. Für uns. So, du setzt da wieder einen drauf. Und ja, hier wird das echt noch interessant mit dem Zuschütten und allem. So, mal gucken, wie intelligenter jetzt bauen wird. Unser nächster Projekt von braucht ja noch eine ganze Weile. Und sehr schöne Art, wenigstens das in der Ecke zuerst gemacht. Ja, sieht schön aus, wie sich alles mit Erde langsam zudeckt.
So, du solltest jetzt dann eigentlich Holz noch besorgen. So, auf die Höhe wollen wir. Ja, das heißt zwei Schicht Bäume und Erde dazwischen. So oder so ähnlich sollte der Plan aussehen. Da hat sich das Holz da dünne gemacht. Wie gesagt, Wälder haben wir noch mehr als genug zum Abholzen. Wir haben ja noch die ganze Wald da oben, die Wälder hier. Also Holz machen können wir noch mehr als genug. Was ich eher hoffe, ist, dass es euch nicht langsam langweilig wird, mir hier zuzuschauen, wie ich gerade die Insel terraforme. Wie ich ja schon prophezeit habe, wird das viel Arbeit. Und kann eine Weile dauern. So, dann hilfst du mal beim Bauen. Während ich das schnappe und hier rüber verschiebe. Haben wir so? Nein, wir haben so nicht alle Bäume, schade. Baumstumpf da oben, bevor er wieder ins Nirvana fliegt. So, dann hier gleich auffüllen. Kannst du bauen. Destination Storage become full. Cool.
Wir sollten dann mal umdisponieren und von 4 Quarry, 3 Flatten auf 3, 4 switchen. Also 3 in Quarry. Und 4 im Flatten. Dass wir die Ressourcen halt schneller aufbrauchen, als wir sie sammeln. Stammen wir es wieder ein, unseren Baumeister. Wieder den Baumstamm da oben holt. Und ja, so wie es aussieht, waren wir hier drüben doch nicht ganz fertig mit dem Thema Holzfällen. So. Der Baum ist gefällt. So. Dann macht man hier gerade so weiter. Wie sehen eigentlich unsere Stockpiles hier drüben aus mit Gold und Eisen? Gold. Brimstone und Eisen. Ja, geht einigermaßen.
Und ja, wie ich gesagt habe, wir benutzen jetzt die Baumstümpfe. Naja, zum Glück verbergen wir das nachher alles unter Erde, dann sieht das nicht mehr ganz so komisch aus. Sieht der überhaupt was mit geschlossenen Augen? Heißt er. Tax Delmos. Da oben ist wieder ein Baumstamm für uns. Ein Stumpf halt. No one. Also niemand hat gewonnen. Wie schade. Sagt bloß ihr Oh, der Bauauftrag ist weg. Unpraktisch. Und ja, so werden wir Unmengen an Holz los, das will ich brauchen.
So, das heißt, bald wird der Wald hier gefällt von den beiden Bauarbeitern. Dann werden wir das hier alles nacheinander halt zumachen. Oh, wir haben schon wieder. Thank you.